Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch. Ich wollte nur mal danken sagen. Danken für den Krankenwagen. Alter, du fährst AMG, denn du hast es geschafft. Hier schneiden wir, Julius. Anyways, wir fahren jetzt gemeinsam zu Julian Bam, der uns seinen Pool zeigen will. Oh, ich bin Ju. Oh, ich habe einen Pool. Oh, ich wohne in der Villa in Aachen. Toll. Es ist super schön für dich, dass du reich bist, Mann. Wirklich. So cool, Mann. So cool. Oh, ich bin Julian Bam. Ich bin extrem erfolgreich. Ich weiß nicht, wie man Steuern zahlt. Lächerlich, Alter. Ja, wir fahren zu Ju in den Pool. Jetzt erstmal stark. Zu Ju in den Pool. Zu Ju in den Pool. Ju in den Pool. Ju in den Pool und den Pool in den Ju. Sebastian? Hallo? Hallo? Da muss wieder ein Cut sein. So Leute, wir sind jetzt im Spa angekommen. Wir haben uns erstmal hier richtig geil ein paar Wellnessgetränke gebracht hier, ne? Sehr schön hier, das ist echt gut gemacht hier. Sehr viel los hier, ne? Sehr viel los hier im Vlog Spa. Vlog hier oder was ist los hier? Danke nochmal für die Einladung hier in das Day Spa, ne? Ja, gerne. Sehr nice. Aber du hast versprochen, dass Frauen kommen. Es ist niemand hier, niemand. Kannst du jetzt loslegen. Ju, na komm. Wir gehen gleich in den Pool und tun ein bisschen was drehen. Aber der eigentliche Grund, warum ich hier bin, ist tatsächlich, ich bin Ju's neuer Steuerberater. Genau. Ich vape nicht mehr. Eine Sache, die mir hier in dem Laden besonders unangenehm aufstößt, sage ich mal, die Einrichtung ist sehr schön. Die Mitarbeiter tragen allerdings Merchandise von Bekannten und Freunden von mir aus meinem Label. Unserem Label, das ist ein bisschen weird. Ich hatte dann für 12:12 Uhr die Fußbereinigung. Leute, ich habe jetzt hier meinen dritten Cocktail schon drin. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen mit, dass der Barmann die ganze Zeit hier steht und nicht weggeht. Das ist ein bisschen unangenehm. Sie können jetzt dann auch, ne? Ich würde hier gerne den Tag genießen. Einmal dahin, ja? Und da kommt schon unser Personal Trainer tatsächlich. Warum ist er? Hä? Junge, danke. Warum bist du nackt? Alter! Du machst dich nackt. Alter, komm! Das ist Rezo. So. Der Personal Trainer ist jetzt doch gekommen. Der andere war so ein blauhaariger Philosoph aus Griechenland. Super interessant. Und jetzt haben wir hier tatsächlich Channing Tatum auf. Das geht. So, erstmal wirst du zusammengeschickt. Du hast mir Videos geschickt von deiner Form und die war. Ich habe geschrieben, dass es ganz gut ist. Von meiner Ausführung? Ja. War stark, ne? Nicht filmen, das einfach. Nicht filmen. Mann, jetzt. Eigentlich wollten wir einen Poolstream machen, jetzt haben wir aber Training, what the fuck? Bin ich einfach nackt? Er rief aber irgendwelche Leute eingeladen zu mir. Was ich hasse, ist bei Vlogs jemanden zu trainieren, weil ich immer irgendwelche Leute habe, die so hyperaktiv sind. What? Jetzt? Ja! Siehst du genau das? Genau das meine ich, das ist das ganze Training so. Was ist das eigentlich? Kaufen wir an dem Geld? So, Maximalgewicht von Revi. Nix, ne? Ju! Komm schon, ich helf dir mit meinem. Warte, ich helf dir! Nicht filmen! Doch, filmen! Nicht filmen! Boah, das ganze Meditative, was ich in den letzten Wochen aufgebaut habe, ist alles weg, einfach weg! Einfach weg! Weil ich hier bin! So Leute, es ist wieder Sascha Huber, wir gehen rein in den Sweat-Julian. Schön bis nach unten und die Stange bisschen nach oben schräg hoch machen, Julian, damit du schön merkst, es kommt aus der Brust, die Kraft. Woher kommt sie aus der Brust, richtig, oder? Genau. Oh mein Gott! Ey, das ist, geht den ganzen Tag jetzt noch so, ne? Für uns. Wakey, wakey, it's time for gym! So schwer. Julian, da hat einfach Gewichte reingesetzt. Was ist das? Das ist Julian's Podcast-Studio. Julian hat jetzt einen Spotify-Exclusive. Ich bin Felix Lobrecht, sein Sohn. Ich bin Julian. Nee, nicht exclusive. Nee? Original. Noch besser? Okay, also ich würde sagen, wir fangen an. Auf dem Mikrofon steht einfach Coolien drauf. Was bist du für ein Loser? Ja, aber bei ihm steht hier. Lass auch nicht zeigen. Lass mal ganz kurz eine kleine Imitation machen, wie so ein Podcast läuft, ne? Okay, gut. Okay, pass auf, du spielst einfach mit, ja? Ja. Willkommen zu unserer ersten Folge von Die Zwei. Erste Folge Podcast. Wahnsinn, oder? Ist der Wahnsinn einfach. Ist crazy, oder? Dass wir heute uns hier versammelt haben, ja. Nach der Sache, die passiert ist. Ja, ja, ja. Unglaublich. Ja, dann kommt noch ein Produkt drauf. Mango. Das passt mir niemals. Alter, Playboy, woher bist du? Alter, Digga. Ich find's chillig, Mann. Ja, das sieht gut aus.
Glaub mir, Monster-Outfit. Boah, besser geht nicht. Du könntest auch das Hemd mit dem... Sieht wirklich gut aus. Du könntest auch das Hemd kombinieren, Sebastian. Ja, doch. Ey, das sieht wirklich cool aus jetzt gerade. Ja, Real Talk, ne? Real Talk. Das sieht... Curly Supreme Kappe. Ja. Du siehst aus, wärst du so reich. Also ein Amerikaner reich. Sehr wohlhabend aus, finde ich. Ich hab mich voll oh, ich mach deine Möbel nass. Das ist schwer drauf zu bleiben. Ich würde ja nur das mal laufen, aber dann werde ich nass. Warte, los bitte. Was müssen wir machen? 3, 2, 1 und go. Jetzt müssen wir wackeln. Ja, aber das Flugwackeln ist immer scheiße. Achso, ja. Wasser fällt runter, wenn man es hochschießt. Das muss doch da machen. Ah, Leute! Ah, fuck, warte! Ah, ah, ist kalt! Was ist hier? Ich darf nicht auf! Oh Gott, was ist das? Willkommen zum lustigen Video auf Julian Bam. Ibis cringe eigentlich nicht rein. Ey, kommt alle rüber. Lass ihn anpissen jetzt. Okay. Oh. Ja, danke für die entspannte Poolparty, Mann, Julian Bam. Wirklich saugeil. Ich kann nur sagen, du hast ein Kind aus einem brennenden Haus gerettet mit deinem Rücken. Digga, hier stimmt doch wirklich gar nichts mit diesem Haus einfach. Hier ist doch einfach alles nur noch. Das ist eine Frauenhand. Was soll denn das? Hä, ist das richtig so? Ist das dafür da? Ja, die guckt aus dem Boden. Ja. Nein. Oh nein, bitte nicht! Ey, alles wird hier voller Qualm sein gleich, ne? Ach, egal. Ja, das funktioniert ja gar nicht hier. Ja, du wirst auch durchgebrannt. Was ist das denn, das Klassenarbeiten? Steuern, ja. Bro, du musst mal mit deiner Schulzeit abschließen. Was ist denn mit dir? Hey, das es war extrem weirder Stream und ein extrem weirder Tag. Ja. Danke, Mann. Ja, nächstes Mal das Ganze nochmal, ne? Aber mit geilen Chicks. Ich bring mit. Du bist nächstes Mal nicht eingeladen. Alright, Chat. Was sag ich immer, Chat? War ein sehr chilliger Tag hier im Days Bar, war ist ja sehr nice, hat echt Spaß gemacht, Mann. Wir hauen jetzt ab nach Hause. Ich fühl's in letzter Zeit, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, übertrieben krank zu vloggen. Einfach ein bisschen Kamera mitzunehmen, dies, das und ich hoffe, ihr fühlt es auch. Checkt, wie gesagt, gerne mal Kanäle von Ju und Rezo. Glaube ich auch, oder? Können wir auch sagen. Und TJ auch. Und TJ auch, ja. Aus und streamt neue Beast Boy EP. Ganz wichtig, wird sehr, sehr geil. In diesem Sinne, Küsschen geht raus an der Stelle und wir sehen uns die Tage zu einem geilen Vlog wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao.